Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die wahre Legendenbox von Prinz Pi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wahre Legenden von Prinz Pi, das Ganze am 14. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl. Er hat es tatsächlich getan. Prinz Pi hat an einem Tag zwei Alben rausgebracht. Jawohl. Eines als Prinz Pi und eines als Prinz Porno. Dieses Volume 1 hier habe ich euch bereits vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für Volume 2. In diesem Fall das Prinz Pi Album. So, bevor wir starten, machen wir mal wie immer die Folie ab. Einmal hier einstechen. So, von der Optik her ist das ebenso wie Volume 1 ein schönes Buch, in diesem Fall in Blau und Gold. Hier oben lesen wir Keine Liebe Berlin Records. Dann haben wir hier ein Foto von Prinz Pi vor einem Bild an der Wand und hier im rechten Arm hat er seinen Hund. Die gesammelten Abenteuer des Friedrich Kautz, Volume 2, Prinz Pi, wahre Legenden. Also Friedrich Kautz hier, der bürgerliche Name von Prinz Pi. Das Ganze ist dann hier auch entsprechend geprägt. Also alles, was wir hier in Gold sehen, sowohl die Schrift als auch hier diese ganzen Rahmen und Linien, sind hier wirklich eingeprägt. Auf den Seiten sieht das Ganze dann tatsächlich aus wie ein dickes Buch. Von der Seite ebenso. Und auf der Rückseite lesen wir Folgendes über das Album. Wir leben in einer Zeit der Lügen. Politiker lügen von Berufswegen, um gewählt zu werden und lügen weiter, um im Amt zu bleiben. Influencer gaukeln der Welt eine sorgenfreie Luxuswelt vor, gefüllt mit Produkten, über die sie auch gegen Bezahlung lügen. Auch wir selber lügen uns an, aus Selbstschutz, aus Erziehung, aus Unsicherheit, aus Bequemlichkeit und Gewohnheit. Wir lügen für unsere Kinder, um ihnen die Welt erträglicher zu machen. Firmen belügen uns, Scharlatane jeder Art versprechen finanziellen Erfolg oder geistiges Heil und haben Konjunktur. Dieses Album ist wahr, jeder Song, jedes Wort ist wahr. In einer trüben Musiklandschaft, die aus dem ewig gleichen »Mir geht es gut, weil ich Geld habe und Produkte kaufen kann, die Status suggerieren« in ewig viel Varianten besteht, sind diese Lieder ein scharfer Strahl warmen Lichtes. Die Tür geht auf mit dem ersten Ton und du bist da, wo alles andere draußen bleibt und an den warmleuchtenden Scheiben zerschellt. Zu Hause. Dann haben wir hier einen Sticker mit Barcode und den Beteiligten. Jawohl. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze lässt sich hier aufklappen. Also der Buchdeckel geht hier auf. Und ich merke auch gerade, diese Box hier ist mit einem Magnetverschluss versiegelt. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. Wir haben hier zum einen eine rote Schachtel mit goldenem Aufdruck. Dann haben wir das Album an sich. Und ein Tuch ist hier noch mit dabei in Folie. Dann haben wir noch hier ein Säckchen, also ein Gelsäckchen, das dafür sorgt, dass das hier drinnen auch schön trocken bleibt. Von innen die Box, das Buch hier so in beige gehalten. Machen wir wieder zu. So, zum... Hoppla, na, das waren andere Sachen, die da gerade umgefallen sind. Nichts von Prinz Pi. So, wir haben hier einmal die Folie, in der sich das Brillenputztuch befindet. Und wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, das Cover, wie auch schon auf der Box. Wir haben hier wieder dieses Foto von Prinz Pi mit seinem Hund vor diesem Bild. Prinz Pi, wahre Legenden. Auf der Rückseite haben wir dann auch nochmal Pi hier abgebildet. Vor einem Mercedes-Kombi, neben ihm ein Kollege. Keine Liebe Berlin Records, Barcode. Okay, also das ist das Design des Pappschubers. Den kann man dann hier abziehen. Und dann kommen wir zum eigentlichen Album. Das kommt hier in einem regulären Jewel Case, Cover ident.
Hier auf der Seite lesen wir dann noch Keine Liebe, Berlin Records. Und auf der Seite Prinz Pi, wahre Legenden und die Katalognummer. Auf der Rückseite dann auch wieder hier die zwei Herrschaften, aber wir haben hier darunter dann auch noch die Tracklist. Also 17 Stück sind es geworden und wir haben hier zwei Features mit drauf. Und zwar einmal hier Nessie und einmal Raf Camora. Okay, dann schauen wir hinein. So, wir kommen zum Booklet. Ah, das ist spannend. Also gleich die erste Seite beginnt hier mit den Credits. So sieht das aus. Also diese Personen waren an dem Album beteiligt. Ich dachte mir gerade, ich habe was übersprungen, denn es geht hier los mit 5, 6. Nein. Also wir haben hier ein Kind. Vermutlich ein Kind von Prinz Pi. Dann haben wir hier die ersten vier Tracks mit den einzelnen Infos, wer daran beteiligt war. Also wer hat den Beat produziert, wo wurde es aufgenommen. All das kann man hier nachlesen. Schöne Schwarz-Weiß-Fotos, die einerseits von Prinz Pi gemacht wurden, andererseits von seiner Frau. Okay, oh, schicker Wagen. Ist die Frage, wer das hier ist. Aber es ist auf jeden Fall ein mächtiger Wagen. Weitere Tracks, weitere Fotos. Also ein sehr schönes Booklet. Sowohl mit Farbfotos als auch mit Schwarz-Weiß-Fotos. Und zum Abschluss gibt es dann noch dieses Foto hier. So, das war's mit dem Booklet. Dann packen wir das wieder rein und kommen zur Album-CD. Die ist in olivgrün und weiß gehalten. Sieht so aus. Und auf der Rückseite gibt es nochmal das Foto, das wir schon kennen. Hier in der Garage mit dem dicken Wagen. So, Pappschuber wieder drüber. Dann haben wir ein Tuch, das vor allem dann mit dem nächsten Boxinhalt in Verbindung Sinn ergibt. Und zwar haben wir hier ein Brillenputztuch. Wir haben hier die Farben des Bezirkswappens Berlin-Kreuzberg. Hier haben wir dann noch Keine Liebe Berlin. Auf der Rückseite ist das Ganze glatt schwarz. Quadratisch das Putztuch. Und dann haben wir hier passend dazu ein rotes Schächtelchen, Keine Liebe Berlin, hier mit goldener Schrift. Und in diesem Schächtelchen finden wir dann eine Brille vor. Die kommt hier nochmal verpackt. Dann haben wir noch einen Hinweis zu dieser Brille. Das spare ich euch jetzt mal an dieser Stelle. Und dann schauen wir uns das mal an. So, einmal, zweimal. Dann kann man das hier hoffentlich abnehmen. So, also wir haben hier eine Brille im klassischen Prinz Pi-Stil. Also so eine Brille, wie er sie auch selbst immer trägt, ist hier dabei. Die hat reguläres Glas drinnen, also natürlich ohne Sehstärke, ohne Dioptrien. Allerdings haben wir hier UV-Glas verbaut. Also man kann das auch wirklich in der Sonne tragen. UV-400 Protection lesen wir hier auf diesem Sticker. Die Bügel der Brille sind in Gold gehalten. Generell so die ganze Fassung und die Rahmen sind hier in Gold. Und dann haben wir hier die Enden der Bügel. Und die wurden hier auch wieder in den Farben gegossen. Also hier so in Rot, Schwarz und, ja, was ist das? Sieht aus wie Graubraun. Also wieder die Farben des Bezirks, die hier verarbeitet wurden. Grau, Schwarz, Rot und Braun. Die Farben des Wappens von Berlin-Kreuzberg. Jawohl. Und dazu passen dann eben das Brillenputztuch. Und all das kann man dann hier in diesem kleinen Schächtelchen unterbringen.
Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Brillenputztuch, sowie natürlich die Brille an sich. Das Ganze kommt dann hier in diesem kleinen Schächtelchen, in diesem Brillenetui. Und natürlich das Album an sich, wahre Legenden hier im Pappschuber mit insgesamt 17 Tracks und 2 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Wahre Legenden von Prinz Pi. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Prinz Pi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.